Alarmstichwort war PKW in Hafenbecken. Ja, auf Anfahrt nach hier waren die Frage, ob Personen im Gebäude, im Fahrzeug waren, das wurde von der Leitstelle verneint. So ist es für uns ein bisschen entspannter, denn anzufahren. Wie gesagt, als wir dann hier ankamen, war das PKW, was wir schon gesehen haben, komplett in die Nordsee gerutscht, gefahren. Ursache nicht bekannt. Ja, das ist eine gehobene Mercedes-Klasse. Die hier Urlaub machen wollen. Und ja, wie gesagt, der gute Mann hatte noch ein Führungsseil an das Auto binden können, sodass wir das so großflächig orten konnten. Nach Alarmierung der DLRG haben die Taucher sich fertig gemacht und haben dann das Auto an der Vorderachse versucht anzuketten. Und dann haben wir mittels der Seilwinde von unserem Rüstwagen-Kran das Auto dann an Land gezogen. Also alle sind wohl auf. Sie haben noch Rettungsversuche gemacht, das Auto noch irgendwie anzuhalten, zu stoppen. Hat aber nicht funktioniert. Und wie gesagt, auf der Anfrage war schon die Antwort gekommen, dass keine Personen in Gefahr bzw. im Wasser im PKW dann sind. Wir haben öfter mal diese Einsätze, aber sag ich mal, dieses hochklassige Fahrzeug und relativ neu. Das ist dann doch für uns auch ein bisschen ungewohnt. Obwohl ich nach Absprache mit dem Eigentümer des Fahrzeuges, der ist 20 Jahre hier und jedes Mal trailert er ein Boot. Also ich kann sagen, dass er schon ein Fachmann hier für dieses Trailern des Bootes in die Nordsee ist. Gute Mimik zum bösen Spiel. Die haben 14 Tage auf Jüß gebucht. Die Familie, jetzt ohne Auto sind sie eh auf Jüß, aber gut, schade ist es. Aber ich glaube, die genießen dann den Urlaub.